Und damit ein herzliches Willkommen bei Prey. Ist leider schon etwas älter, klar, aber ich habe gehört, das soll sehr gut sein. Und es war kürzlich im Angebot bei Steam, deswegen habe ich gedacht, nimmst du einfach mal mit. Und ich kenne das tatsächlich überhaupt nicht. Ich kenne das tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß, es gab mal bei Gronkh eine Preview und ein Let's Play, auch von vielen anderen Let's Play. Ich habe aber weder noch gesehen. Hab dann auch irgendwie diese Special Edition, da gibt es halt das Prey Moon Crash, dann gibt es das Prey Typhus oder wie das gesprochen wird. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich davon nehmen soll, ob ich jetzt einfach das ganz normale, ich denke mal, ich würde einfach das ganz normale machen. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie was extra dabei ist oder ob das einfach nur neue Spielmodi sind oder ich weiß es nicht, aber ja, ich würde sagen, wir machen einfach das ganz Normale und ich würde auch sagen, wir quatschen gar nicht lang drum rum, sondern fangen direkt an. Schwierigkeit. Was? Kampagne? Entdecke die Geheimnisse der Talos 1. Überleben ist kein Problem. Das Überleben wird dir nicht schwerfallen, wahrscheinlich. Setze deinen Verstand sowie deine Waffen und Fähigkeiten ein, um zu überleben. Schwer, dein Verstand ist das Einzige, was dich am Leben halten wird. Nichts kann dich retten. Ich würde mal sagen, das ist auch ein Ticken zu leicht. Das ist ja so, wie ja, erleb einfach nur die Geschichte, ohne jemals raufzugehen. Ich würde sagen, wir spielen dann auf der nächsten einfach. Überlebensmodus-Optionen. Dies ist ein Set optionaler Modifikatoren, die das Spiel noch herausfordernder machen. Achtung, diese Optionen können im weiteren Verlauf nicht mehr geändert werden. Nur für erfahrene Spieler. Was haben wir? Ich schätze mal, das aktiviert dann das unten, ne? Genau. Waffenabnutzung. Nutzen sich im Einsatz und durch Umweltbelastung ab. Wenn sie nicht repariert werden, haben sie regelmäßig Ladehemmungen. Traumata. Führt neue Traumata ein, darunter Knochenbruch, Gehirnerschütterung, Blutung und Verbrennungen dritten Grades. Sauerstoff. Ein beschädigter Anzug verliert Sauerstoff und verringert damit deine Sauerstoffversorgung in Umgebungen ohne Atmosphäre, beispielsweise außerhalb der Station. Da ich, glaube ich, eher auf die Geschichte aus bin und nicht so gerne rumfluche, weil ich ständig krepiere, weil ich diesen Scheiß da aktiviert habe und weil ich mich kenne und bereue das, lasse ich es einfach weg. Weil ich kenne es nicht, ich habe es noch nie gespielt und ich weiß nicht, was auf mich zukommt und ich möchte es halt gerne auf normale Art und Weise durchspielen. Das gleiche wie bei Fallout beispielsweise auch, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch den Überlebensmodus, wo du Knochenbrüche hast, wenn du überladen bist, wo du dich nicht teleportieren kannst etc. Ist ungefähr dasselbe, will ich auch nicht haben. So, deswegen, wir machen einfach hier auf leicht, ohne diese Option, und wir starten. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Was ist das denn für eine? Männlich oder weiblich? Kann ich mich erstellen? Du betrittst dein Apartment. Du erwachst in deinem Apartment im Jahr 2032. Kann ich dem Typen einen Namen geben? Ich will's doch schwer hoffen. Wenigstens einen Namen geben. Da wäre ich sehr froh drum. Na, guter Mann, du brauchst aber lang zum Laden. Hallo? Ich hoffe, da hängt sich jetzt nichts auf. Ah, beliebige Taste drücken. Super. Dann wollen wir mal. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032.
Neuer Anruf. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Du hast Ziele bekommen. Drücke O, um die... Was? Transcribe? Der erste Tag. Ziehe deine Transstar-Uniform an. Entschuldigung, ich hatte gerade was getrunken. Jetzt habe ich wieder Luft im Bauch, ey. Der erste Tag. Alex hat mich überzeugt. Ich werde mit ihm auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss im Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehe. Ziehe deine Transstar-Uniform an. Okay, ich schätze mal, das ist sie da. Objekt benutzen. Ziehe die Uniform an. Ist in Arbeit. Schick. Neues Ziel. Kriege ich das neue Ziel auch direkt gesagt oder muss ich wieder gucken? Steig in den Helikopter auf dem Dach. So, was haben wir denn hier? Kingsway Sekt. Nehmen, trinken. Was ist das? Wissenschaftliche Methode lesen. Ach ja, stimmt. Die gute Salome hat gesagt, es wäre sehr leselastig. Also macht euch schon mal drauf gefasst, ne? Die wissenschaftliche Methode. Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker auf dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, angesichts Alex Yus Überzeugung jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, bin ich gefesselt. Er hält mich nicht zum Narren. Sich selbst? Vielleicht. Aber mich? Nee. Alex lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Ja, sowas könnte ich manchmal auch gebrauchen. Da hätte ich niemals irgendwelche Probleme, ey. Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Wow. Das ist alles, was da drauf stand? Interessant. Was aber hier? Im Herzen eines Vox. Auszug aus Kapitel 5 des Buches Im Herzen des Vox von P. Siu Do. Das Zubereiten eines Gerichts mit Hilfe des Vox ist eine ehrfurchtgebietende, ja geradezu spirituelle Erfahrung. Jede einzelne Schicht der schwarzen Oberfläche hält Erinnerungen an ein Gericht fest, welches in der Stahlschüssel des Vox zu gaumenfreudiger Köstlichkeit perfektioniert wurde. Ihr geschmacklicher Widerhall bereichert jedes neue Gericht, das dieser meisterlichen Pfanne zur Zubereitung übergeben wird. Was haben wir noch? Nüscht. Leertaste klettern. Jetzt. Huch! Jetzt war ich da auf dem Dingens drauf, oder was? Und noch ein Buch. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Auszug aus einem Eintrag. Ja, das glaube ich, brauchen wir hier. Transglutaminase. Was? TG oder T-Gase? Ein in Pflanzen, Tieren und Bakterien natürlich vorkommendes Enzym. TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltige Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildungen von zum Beispiel Krabbenfleisch oder Fischklößchen herzustellen. Wird umgangssprachlich auch als Fleischkleber bezeichnet. Tipps für Köche, wenn Sie die Haut des Hühnchens auf einen Lachs kleben, schützen Sie damit dessen Äußeres vor dem Verbraten. Das ist ein guter Tipp. Und ja, dieser Fleischkleber kennt man zum Beispiel von Formfleisch, ne? Dass da so Fleischreste damit gewälzt werden, die man dann ja einfach in so einem Dingens reinpackt. Wie heißt das? In so, ich weiß nicht. In so einen Schlauch reinpackt, das ganz, ganz fest zusammendrückt, abkühlt und dann hast du da so ein Stück Fleisch wieder raus. So wird übrigens die meiste Materie des Kochschinkens gemacht. Kühlschrank F tragen, Hebelkraft 3. Okay, man kann den Kühlschrank tragen, aber ich kann das offenbar noch nicht. Dann mit G durchsuchen, irgendwas ist drin. Skying, Granatapfel. Grüner Cold Mountain Tee. Eine Dose erfrischender, kalter, grüner Tee von Transstar Kitchens. Stellt 5 Gesundheit wieder her. Und das Sky King Granatapfel. Ein blauer Granatapfel, der speziell gezüchtet wurde, um unter den Bedingungen an Bord der Talos 1 zu wachsen. Stellt auch 5 Gesundheit wieder her. Das nehmen wir natürlich mit.
Durchsuchen. Ist nichts drin. Ich glaube, das sieht man dann hier schon. Ich glaube, da brauchen wir dann gar nicht durchsuchen direkt. So, das haben wir gelesen. Was ist hier? Nix. Oh, schicke Schuhe. Da haben wir auch nichts drin. Ja, lauf übers Bett einfach. Ja, klar, man läuft einfach so übers Bett. Warum auch nicht? Hier haben wir nichts drin. Oh doch, hier haben wir was. Was ist das? Ein benutzter Plastikschlauch und ausgefranstes Kabel. Was zum Geier? Warum hat er das in dem, im Nachttisch drin? Warum? Was haben wir hier? Benutzter Plastikschlauch. Hä? Achso, falscher Knopf. Was haben wir hier? Durchgebrannte Platine. Ich glaube, das sind alles Materialien, um irgendwas zu craften oder so. Huch, was ist das? Morgan You. Gesperrt. Passwort eingeben. Habe ich ein Passwort? Weiß ich das Passwort? Was? F Paradox. Und wie gebe ich das jetzt ein? Ah. Drei E-Mails haben wir. Hallo? Oh, immer. Warum muss ich immer auf F drücken? Wie assi ist das denn? Gratuliere und willkommen. Von Thomas Tucker. Hallo Morgan. Hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie auf das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker, Personalabteilung, Forschungsstation Talos 1. Lieferung. Hallo, von Alex Yu. Ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was du für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcript und eine Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung. Ich melde mich dann später. Bereit? Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Sie meinte, du solltest dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen und auf dich hören. Also so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert von deinen Plänen für da oben. Also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgens an, um sicherzugehen, dass du auch wach bist. Dann bis bald morgen, Alex. Okay, das ist also unser Brüderchen und mir geht die Steuerung gerade richtig auf den Sack hier. haben wir denn irgendwas auf E? Ja, das ist nach rechts lehnen. Das ist... Hä, was soll ich denn damit? Kann ich das... Ah, angreifen. Haben wir Maustaste 2, Fähigkeit, Menü schließen, Zielauswahl, Modus... Okay, ich hätte gerne das auf hier. Auf R ist Nachladen, wie immer. Dann machen wir das hier. Taschenlampe, Audiodialog, scannbares Ziel, Inventar ist auf I, wie immer. Passt sogar von auf I, wie immer. So, nach oben, nach unten. Ach du Scheiße. Ja gut, egal. So, geht das jetzt besser? Ja, schon viel besser. Das ist nämlich richtig blöd. So, Elektronik leicht gemacht. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden wir Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Digitalelektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selber bauen können. Wie hat es Thomas Edison einst so schön gesagt? Zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. So, haben wir sonst noch was? Haben wir hier sonst noch was? Da oben steht noch was, ja. Sprachsynthese und Erzeugung natürlicher Sprache. Sprachkonvertierung ermöglicht Synthesensystemen die Erzeugung von Sprache auf Basis einer Quellstimme oder vollkommen neuer Stimmen ohne umfangreiche Aufnahmen und vorige Bearbeitung. Die Qualität der daraus resultierenden Stimme hängt von den Trainingsdaten, der Genauigkeit, der Konvertierungsfunktion sowie Beschränkungen der Prozessorleistung ab. Ja, ein kleiner, kurzer, knackiger Auszug. So, was haben wir hier? Kann hier noch was mitnehmen? Nö. Offenbar nicht. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Gut, okay. Aber das ist irgendwie... Kann ich hier raus? Ja,
Nein, die Tür klemmt. Ich will raus. Ich will da rausgucken. Sieht auf jeden Fall schick aus. Och nö, da ist noch mehr zu lesen. Im Zuge des Fermi-Problems. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sterne wie unsere Sonne gibt, viele davon wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnten sich intelligentes Leben entwickelt haben. Und einige dieser intelligenten Lebewesen könnten zu interstellaren Reisen fähig sein. Wenn eine Zivilisation sich vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der heute vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Das Problem dabei, wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum? Möglicherweise, weil wir denen zu doof sind. Kann doch sein. So, hier haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Jetzt steigt er auf den Tisch, genau. Und wir haben hier eine ganze Menge... Ach du Schande. So, wir fangen an. Die Technik der Regelkreise. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Ausgabe, dem Referenzsignal, zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal, die Regeldifferenz, wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems gegeben, um die Ausgabe näher an der Referenz zu bringen. Gute Regelkreise und gute Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Prinzip der Neurowissenschaften, 10. Ausgabe. Das Gehirn wurde einst als zu warm, feucht und störbehaftet für scheinbar empfindliche Quantenprozesse angesehen. Die Entdeckung der Quantenkohärenz und biologischen Abläufen, wie zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanzen, der Navigation von Vögeln und unserem eigenen Geruchssinn, haben jedoch den Weg für die nachfolgende Entdeckung von Quantenvibrationen in den Mikrotubuli der Neuronen geebnet. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, aber ich sage einfach mal okay. Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wissen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? Das ist eine gute Frage, ja. Einführung in die Studie der parapsychologischen Meta-Analyse. Beispielsweise zeigt die Durchführung einer Meta-Analyse von mehr als 2000 Ganzfeldexperimenten bei den Teilnehmern zum Zwecke des Tests auf Telepathie einer leichten sensorischen Deprivation ausgesetzt werden. Eine Trefferquote von 39%. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant. Das heißt, die Erfolgsquote liegt über dem, was nur durch reinen Zufall zu erklären wäre. Es besteht also kein Zweifel. Hier geht etwas Unheimliches vor sich. Viel zu intelligent, das ist meistens nicht gut. So, Mitternachtslieder, eine klassische Gedichtsammlung der Tang-Dynastie. Auf dem Storchenturm von Wang Zhiyuan. Wow. Ja, ich verstehe. Okay, das war's. Alter, wir haben jetzt schon wieder 19 Minuten und ich habe noch nichts gemacht. Ich glaube, ich mache dieses Let's Play auf 30 Minuten immer. Ich habe viel zu viel gelesen. Ich muss mir viel Trinken hinstellen. So, ich glaube, jetzt sind wir aber fertig. Es sei denn, hier ist noch irgendwas. Nö, das ist offenbar ein Aquarium. So, das heißt, wir machen uns auf den... Kann ich irgendwie speichern? Ja, speichern! So. Hallo? Oh, da ist jemand. Kann ich hier überall rein? Nee, ah, verschlossen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Guten Morgen, Mr. Yu. Moin! Auch zu? Kann ich mit dir reden? Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Jo, der ist direkt für mich, wie immer. Liebe Frau Varma. Was? Benutze Leertaste zum Springen und Umschalt zum Sprinten. Mit C kannst du kriechen oder beim Sprinten rutschen. Warte. Hui! Okay, da muss ich mich erst... Bin ich jetzt am... Ah, ich war am Schleichen, alles klar. Die denken sich wahrscheinlich auch... Die denken sich wahrscheinlich auch ihren Teil, wenn ich hier durch die Gänge schleiche.
So, servus. Was haben wir hier? Verschlossen. Ich freue mich drüber. Warum freue ich mich da drüber? So, guten Tag. Ist das auf F5? Schnell speichern. Ja, super. Perfekt. So gehört sich das. Erstmal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Ich bezweifle es aber. Ich glaube, die wollen direkt, dass wir in den Helikopter steigen. Hui! So. Kann ich denn in den Rotor springen? Nö, kann ich. Ja, okay. Ich bin direkt tot. Juhu! Errungenschaft freigeschaltet. Arbeitsverweigerer. Yay! Man muss alles ausprobieren, ne? Man muss alles ausprobieren. Ich verzichte direkt auf meinen Job und gehe direkt. Ja. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber man muss auch mal auf die Idee kommen, auf den Helikopter zu springen, weißt du, und dann noch da hochzulaufen. Mr. Hugh, machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Yep. Ich bin dabei. Die Fensteranlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Klingt gut. Bei uns leg's nochmal 10 Grad drauf. Der Rest stimmt. Schöner Blick auf die Bucht. Jo, sieht schön, ja. Was an Arcane Studio Productions? Ah, ist das jetzt das Intro? Weil das steht doch mit Sicherheit nicht irgendwo riesengroß auf einer Brücke drauf in der Normalität. Wir sind in Arkham City. Prey, guck mal, da steht's auch. Cool. Und jetzt landen wir direkt davor, dass ich das direkt vor dem Bild habe, vor dem Ding habe. Guck. Wie cool ist das denn? Yeah. Da wären wir. Herzlich willkommen nochmal zu Prey. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Hey, jetzt ist es weg. Kann ich nochmal rein? Nein, du sollst ja nicht nochmal hochlaufen. Ach schade, ich kann nicht mal rein. So, laufen Sie zu irgendeinem Zentrum. Jawohl. Was bist du denn? Hallo, Dr. Yu. Wissenschaftsoperator. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Oh Gott, das Sybil-System ist arrived. Das Unsere ist nicht gut. Fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Ich weiß nicht, ob ich das Trendstar möchte. Trendstar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Das ist wunderschön. Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu. Jetzt kommt gleich, geh mir nicht auf den Sack. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Ihr Bruder wartet sicher schon auf Sie. Ja, so aller jetzt verpiss dich. Der Aufzug wird Sie direkt in den Testbereich bringen. Ich will alle aber nicht. Unsere Labore erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen. Das ist ganz toll. Seltsam. Das ist noch nie passiert. Ich muss eine Wartung beantragen. Entschuldigen Sie, Dr. Yu. Jetzt kann ich nichts mehr. Och Mann, ich mochte sie doch so sehr. Ich wollte noch mit ihr reden. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Vielleicht? Was untersuchen? Maustaste 2 drücken. Ah, ach so, ich dachte schon. Oh, Entschuldigung. Ich habe irgendwie Angst vor dem, was mich hier jetzt erwarten wird. Morgen. Endlich. Hi, Dickerchen. Na, was geht? Oh Gott, wie sieht der denn hey. Aus? Hey. Diese Trendstar-Uniform steht dir richtig gut. Ja, besser wie als hier. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen,
Verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Was? Nächste Woche erst? Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Nee. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Kann ich mit dir reden? Nö. Kann ich mit ihm reden? Auch nicht. Darf ich da rein? Auch nicht. Na toll. Dr. Yu? Ja, was denn? Hä? Hat er das jetzt mit mir? Mach mir keine Angst, Junge. Oh, was haben wir denn hier? Die wissenschaftliche Methode. Was ich Ihnen sagen würde, wenn ich Ihnen in 10 Minuten ein... Ach komm, das hatten wir doch schon. Warum liegen da überall dieselben Heftchen? Hallo? Hallo? Hallo, ich bin hier. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut, fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Wunderbar. Also alle aus dem roten Kreis sind sie nicht. Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Ach, das ist so eine Art Steuerungstutorial jetzt, oder was? Nu. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Verstecken? Toll, da kann ich natürlich nicht rein. Ich will hier raus. Ups. Ja, ich... Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Habe ich was falsch gemacht? Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Danke. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Oh, ich kann auch gar nicht speichern gerade. Nö, ich kann nicht speichern. Okay. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne Nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Hä? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit uns was ganz und gar nicht stimmt. Ja? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Ah, Logikfragen. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Ich liebe Logikfragen. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Was Gut, Neues? Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich bin ruhig, das war's wert. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passieren wird. Das war's wert. Oh, nicht einfach.
Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Naja, gut, lieber einer als 5, ne? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Was? Fast geschafft. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Doch das würde ihren Tod bedeuten. Den dickleibigen Mann stoppen. Ich würde sicher dasselbe tun. Sehr gut. Sehr gut. Das ist nur Fragen. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte, es ist leer. Was? Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Was ist das denn? Bin ich jetzt tot? Was war das denn? Alter! Da wollte ich gerade so schön Teufel eingeben für den Rorschach-Test. Ein Teufel mit Flügeln. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Was ist denn hier kaputt? Aber das war doch so ein Viech aus dem Intro, oder? Ganz zu Beginn. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Ich beende erstmal die Folge, ne? Mein Eindruck kommt gleich, also bis gleich, ne? Tschüss.